Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus unserem Desert Park. Und beim letzten Mal, ist schon ein bisschen her für mich tatsächlich, haben wir 4 neue Dinosaurier freigelassen und ich glaube so ein bisschen hier die Landschaft angefangen zu gestalten. Und ich glaube, wir haben sogar diesen Bereich hier gebaut, ne? Ja, ich glaube schon. Und hier haben wir auch so ein bisschen angefangen, die Landschaft zu gestalten. Das werden wir auf jeden Fall noch weitermachen. Hier sieht das schon eigentlich relativ schick aus. Hier am Rand werden wir allgemein noch so ein bisschen bearbeiten und wir werden noch viele weitere Oasen und sowas machen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den 4 neuen Dinosauriern, die wir letzte Folge freigelassen haben. Die haben nämlich wieder ganz, ganz tolle Namensvorschläge von euch in die Kommentare bekommen. Und da haben wir nämlich 4-mal den Euoplocephalus mit dem Wüstenmuster. Also sehr, sehr passend. Und der eine legt sich gerade schlafen, wie süß. Fangen wir bei dem doch mal an. Genau, der heißt nämlich Kingo heißt er. Der Süße hier, der gerade schläft. Dann haben wir als nächstes direkt daneben Matty BMX. Der dritte im Bunde, das ist der gute Sam oder Sam. Und zu guter Letzt haben wir nochmal einen wunderschönen Namen, nämlich Stupsi. Also ich finde, die passen wirklich richtig, richtig gut in unseren Park. Und das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Am Ende dieser Folge werden wir auch wieder neue Dinosaurier freilassen. Welche das sind, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, ihr habt schon wieder einige in die Kommentare geschrieben. Also ich könnte dann auf jeden Fall mal gucken, mir da noch was raussuchen. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall mal wieder einen Fleischfresser freilassen, weil es wird immer wieder Zeit. Und jetzt machen wir uns erstmal so ein bisschen an die Gestaltung hier, dass wir das noch ein bisschen weitermachen an den Rändern, dass wir ein paar Oasen hier einbauen in die Wüste, dass wir die Dünen ein bisschen anpassen und so. Ich habe das ja bis jetzt alles nur so ein bisschen grob angepasst und heute werden wir so ein bisschen den Feinschliff vornehmen. Ich würde fast vorschlagen, dass wir uns wirklich hier auf dieser Seite einfach weiter vorarbeiten. Also hier haben wir ja schon mal am Rand so ein bisschen Felsen, so ein bisschen Übergang. Finde ich ganz cool. Dann haben wir hier nochmal einen Futterspender. Da müssen wir eh gucken, dass wir noch ab und an so einen Futterspender hier am Rand unterbringen oder hier so in der Mitte nochmal eine Oase machen oder so. Weil wir werden viele, viele Futterspender brauchen, weil ich einfach später viele Dinosaurier haben möchte. Ihr seht ja schon, die sind schon teilweise sehr an diesen Hotspots. So soll es ja auch sein, hier in diesen zwei. Also hier ist ja so eine Oase, hier ist so eine kleine Insel mit so ein bisschen Futterspendern. Da verteilen die sich auch schon ganz gut. Aber ich will ja auch später, dass die sich noch ein bisschen mehr im Park verteilen auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nice. Weil es ist ja ein bisschen blöd, wenn die alle nur auf einer Stelle wirklich stehen. Deshalb müssen wir ganz, ganz viele Futterspender hier unterbringen. Aber erstmal schaue ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier machen. Hier habe ich ja auch so ein bisschen angehoben. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber das will ich nicht überall machen. Ich weiß gar nicht, ob es klug ist, hier so ein bisschen Klippenübergang zu machen. Könnten hier auf jeden Fall nochmal ein Stück anheben. Da, wo es so ein bisschen reingeht. Warum nicht? Machen wir doch mal hier nochmal so ein kleines Klippenstück draus. Finde ich gar nicht so schlecht. Und das Ganze ja gleich noch ein bisschen sandiger wieder machen. Hier hinter kommen dann nochmal ein paar Bäume. Ist echt schade, dass es keine Kakteen und sowas gibt. Würde mir sehr helfen, das alles so ein bisschen in Wüstenoptik zu gestalten. Vielleicht könnten wir auch hier oben mal einen Futterspender unterbringen. Das wäre auch cool. Jetzt könnt ihr aber das hinkriegen. Meint ihr, das sieht gut aus? Könnt ihr es mal ausprobieren? Was machen wir denn hier mal hin? Ich glaube, ich mache hier einfach mal einen Pflanzenfresser-Futterspender hin. Eigentlich nie verkehrt. Wenn wir den hier oben so drauf machen. Und dann hier gleich noch so ein bisschen Übergang gestalten. Ist halt immer das Schwierige, so einen schönen Übergang hinzubekommen. Machen wir mal so. Hier würde ich das gerne noch so ein bisschen. Genau. Ein bisschen abflachen, ein bisschen abrunden. Dann noch ein paar Bäume dahin vielleicht. Dahinter. So ein bisschen Wüstengras. Und dann haben wir da den nächsten Futterspender. Ja, das geht eigentlich klar. Machen wir auch nochmal so ein bisschen Gras. Ja, ich glaube, ich muss ja echt so ein bisschen Übergang machen. So ist schon ganz gut. Hier bin ich ja auch noch am Überlegen, ob ich den Eingangsbereich nachher noch etwas abändere. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier mache in diesen Bereichen. Das geht eigentlich, ne? Sieht schon sehr wüstenmäßig hier aus. Von den Dünen, finde ich.
Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Hier wäre es auf jeden Fall cool, wenn wir hier nochmal eine kleine Oase irgendwie unterbringen könnten. Vielleicht hier? Hier wäre eigentlich eine perfekte Stelle dafür, ne? Oase, zumindest den Wasserteil, müssen wir alles auf jeden Fall auf einer Höhe machen. Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen abgesenkt cooler finden. Die Oase sozusagen so ein bisschen weiter unten ist. Ja, der Wasserbereich ist jetzt im Prinzip das Wichtigste, weil den kann man leider nur auf einer Ebene bzw. Höhe machen. Wird halt nicht zu groß werden, aber auch nicht zu klein. Aber lieber erstmal zu groß machen, weil das wird automatisch noch kleiner, wenn ich nachher das Ganze hier abrunde. Ich weiß nicht, ob da zu viel Wüstenoptik verloren geht. Ich glaube, ich kann halt wirklich nur so Mini-Oasen noch machen, wenn ich nicht will, dass es so schon gerne so darum machen. Aber ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen glätten und flacher machen, das Ganze. Ist hier alles noch so ein bisschen zu hügelig. Gefällt mir noch nicht so. Ich versuche erstmal mit dem normalen Baumtool noch mal ein paar Palmen hinzubekommen. Ihr wisst ja, dass das immer nicht so einfach. Oh, da war eine. Ist natürlich jetzt entfernt. Oh, perfekt. Okay, da haben wir schon mal die ersten Palmen. Darf ich jetzt auch nicht mehr beigehen mit dem Tool. Oh, die große Palme, da war perfekt, wenn die bleibt. Die geht weg. Probieren es noch einmal. Ist sie wieder da? Nee, sie ist weg. Da ist sie wieder. Versuchen wir von dieser Seite an den Baum ranzukommen, aber keine Chance. Ihr seht, die große Palme hat sich schon wieder leider verabschiedet. Ja, hier kommen leider nur Bäume gerade. Okay, no chance. Dann machen wir das Ganze einfach mit den normalen Tools. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Dann haben wir auch ein paar schöne Palmen bei. Ich will eigentlich aber auch noch so ein bisschen grünlicher werden, glaube ich. Die Dinos machen auf jeden Fall schon gut Geräusche. Das gefällt mir. Ich glaube auch nicht zu grün. Es soll so ein grün bisschen durchschimmern nur. An einigen Stellen. Ich weiß halt echt nicht, ob das, wie groß ich diese Oasen machen darf, damit das noch gut aussieht. So Leute, ich werde das jetzt nochmal neu versuchen. Ich habe jetzt die Futterspende erstmal relativ nah am Wasser hier gemacht, weil ich einfach nicht möchte, dass diese Oase so groß wird. Deswegen müssen wir jetzt schauen, wie wir das machen. Ich werde davon auch gleich noch ganz viel Wasser entfernen. Wisst ihr, ne? Entfernen geht einfacher als wieder hinzufügen. Immer so die Devise. Erstmal versuchen hier mit möglichst wenig Gras hier auszukommen. Dass es noch cool aussieht. Ich will halt, wie gesagt, auch nicht mit dem Wasser so übertreiben. Ich will ja eigentlich nur so eine kleine Wasserstelle am Ende haben. Und ein paar Futterspender und ein paar Palmen. Das ist so der Plan. Die Palmen, die ich ja vorhin hatte, die waren echt cool. Aber die sind leider verschwunden. Das heißt, vielleicht können wir die kleine Palme da behalten. Ne. Es ist halt. Keine Ahnung. Ich bin echt froh, wenn Blended so rauskommt. Wenn man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Das ist einfach so frustrierend hier. Also es ist wirklich frustrierend. Man will bauen, aber das Spiel macht es einem einfach so schwierig mit den Sachen, die man hier hat. Okay, ich habe eine Palme gerettet. Eine kleine Palme ist schon mal da. Ansonsten arbeite ich jetzt erstmal mit den Palmen, die es vorhanden sind im Spiel. Ich mache das halt immer, weil ich so ein bisschen Variation gerne in meinen Parks habe. Das heißt, wir haben hier nur zwei verschiedene Palmtypen. Wenn ich die jetzt überall und immer verwenden würde, würde es halt richtig doof aussehen. Denke ich mir zumindest. Aber eigentlich geht sowas schon ziemlich klar hier als kleine Wasserstelle. An dieser Seite nochmal eine kleine Palme, dann bin ich glücklich. Dieses Spiel. Und jetzt habe ich wieder den Konflikt. Das Tool ist riesig. Oh, es ist sogar eine Palme geblieben. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist das beste Spiel der Welt. So. Na, Planet Zoo wird ja nicht mehr so lange dauern, Leute. Vielleicht kommt ja auch nochmal das ein oder andere Update für Jurassic World Evolution.
in der Zwischenzeit. Das wäre echt gut. Weil es müssen einfach noch so viele Dinge verbessert werden. Weil das Spiel an sich ist ja echt cool. Aber es kommen gefühlt halt immer nur neue Dinos. Und neue Dinos sind jetzt ja auch nicht das, was den Spielspaß mega auf Dauer anhebt. Dann immer so kurzweilig ist es immer ganz cool, neue Dinos zu haben. Und damit bin ich zufrieden. Das Einzige, was jetzt noch außenrum natürlich stört, sind die ganzen Dünen. Die müssen wir jetzt auch nochmal überarbeiten. Genau, neue Dinos sorgen halt immer nur kurzweilig für Motivation, das Spiel wieder anzufassen. Aber solche, wenn man mehr Gestaltungsmöglichkeiten hätte, dann könnte man auch so viel mehr machen in Parks. Allein schon, das fand ich bei Jurassic Park Operation Genesis immer schon cool, dass man da seine Insel so gestalten konnte und dass das Spiel immer so wie ein neues Spiel war. Also du hast halt immer einen neuen Park angefangen, musstest dann wieder forschen, konntest aber auch nicht alles erforschen, das heißt, oder konnte man alles? Ich weiß es gar nicht mehr, schon lange her. Das heißt, du konntest nur bestimmte Fossilien erstmal suchen und dann musstest du dich so ein bisschen spezialisieren in deinen Parks. Fand ich sehr, sehr cool. Ist natürlich auch geil, wenn man alles freigeschaltet hat, wie in der Sandbox hier. Aber dieser Modus fehlt mir so ein bisschen, dass man so seine eigene Insel gestalten kann. Weil jetzt im Endeffekt spielt man irgendwie immer auf Isla Nublar gefühlt. Weil es die einzige Sandbox-Insel ist. Und es ist echt schwer, die Parks so ein bisschen zu variieren. Ist noch sehr, sehr bergig hier, aber es geht eigentlich. Ihr habt auch gesagt, ich soll hier gar nicht teilweise alles so überglätten. Ist aber für mich echt schwierig einzuschätzen, wie eine gute Wüste aussieht. Aber das war mir hier gerade definitiv zu steil. Wisst ihr, was ich gerade lustig fand? Als der Spinoraptor da geschlafen hat, konnte man das Land nicht absenken. Aber jetzt, wo er wach ist, geht's wieder. Sehr witzig. Sieht auch schon ganz gut aus. Sieht auf jeden Fall nach Wüste aus. Hier den Rand müssen wir auf jeden Fall noch weiter durchziehen. Hier vorne werde ich nochmal ein bisschen anheben. Das finde ich eigentlich ganz schön mit den Bergen. Aber ihr seht auch schon, dass die Dinos jetzt hier mehr an den Rand und sowas gehen. Das ist ziemlich nice. Dadurch, dass ich da halt die Futterstation untergebracht habe. So, hier machen wir nochmal so. Sehr schön. Mal den Sand versuchen wegzumachen. Ein paar Bäume hier hoch. Ein paar ist gut. Ein bisschen großes Tool ausgewählt gehabt. Und dann hier nochmal einen sandigen Übergang. Ein schöner gestalten. So. Jetzt noch ein paar Mal ein bisschen mit dem Rasentool rüber, dann reicht es eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass ich hier im Rand nochmal einen Futterspender mache. Ich könnte vielleicht hier nochmal einen in die Ecke machen oder so. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Hier könnten wir auch nochmal einen Felsen hinmachen. Wir könnten halt echt überlegen, hier mal einen Futterspender noch hinzumachen. Was mache ich denn hier mal hin? Ich mache hier mal einen für große Pflanzenfresser hin, glaube ich. Haben wir schon lange keinen mehr platziert. Ich werde auch definitiv noch ein paar große Pflanzenfresser hier unterbringen in dem Park. In dem Park werden allgemein noch viele Dinos kommen. So, machen wir den mal einfach hier hin. Und ansonsten ein bisschen klippiger. Hier versuche ich dann nochmal so ein bisschen den Rasenübergang zu machen. So, hier kommt dann nochmal so ein Felsen hin. Wenn es dann passt. Also am Rand können ruhig mal der ein oder andere Felsen sein. Finde ich ganz cool. Hier hinten sieht das noch ein bisschen komisch aus. Ich nochmal überglätten. So, das ist doch schon schöner. Und dann machen wir hier nochmal den einen oder anderen Baum hin. Wenn der dann dahin geht. Dann machen wir nochmal einen hin. Na, das ist der große Baum. Vielleicht geht es mit dem kleinen ein bisschen besser. So, der passt hier sogar hin. Ich glaube, das ist so schon okay. Ja, warum nicht? Hat man hier am Rand nochmal so ein bisschen was. Hier ist mir das noch ein bisschen zu grün. Da könnte man nochmal mit dem Sandtool übergehen. Ja, ich weiß, ich mache mir das gerade hier alles kaputt. Ein bisschen mit der Klippenoptik. Das kann man ja ganz schnell wieder erstellen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das was gebracht hat. Aber das passt erstmal. Das ist schon mal ganz gut.
haben wir hier schon mal die Ecke relativ gut gestaltet. Und bevor wir jetzt weitermachen, das Stück hier haben wir auch schon gestaltet, so ein bisschen. Hier so ein bisschen Klippe. Hier war dann nochmal ein Futterspender. Hier ein Futterspender. Das sieht auch schon ganz gut aus. Und bevor wir jetzt hier weitergestalten, würde ich sagen, brüten wir mal die nächsten Dinos aus. Okay, bevor ich jetzt die neuen Dinosaurier euch zeige, habe ich mal eben hier kurz eine Futterdingsbums hingemacht und hier auch für Fleischfresser, weil einfach die Dinosaurier sonst das Futter nicht finden, weil die erste Nahrungsquelle, die wir noch haben, die befindet sich hier und das ist einfach zu weit weg und das ist jetzt erstmal nur vorübergehend, also beachtet die hier nicht so, da werden wir auch noch in den nächsten Folgen was Schöneres machen, hier so noch in dem Bereich und daneben werden wir noch was bauen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal die neuen Dinos frei und ihr seht schon, wir haben endlich mal wieder einen Fleischfresser, unseren ersten großen Fleischfresser, den Giganotosaurus im Wüstenmuster. Freue ich mich schon drauf. Sehr, sehr cooler Dino. Und viermal den Struthiomimus hier. Ich würde auch sagen, damit fangen wir gleich an. Der ist auch viermal im Wüstenmuster. Lassen den mal frei. Wir schauen uns den mal an. Ja, immer ein cooler Dino, ne? Der Struthiomimus oder der Gallimimus. Solche Dinosaurier muss man einfach im Park haben. Ich denke auch mal, wir werden davon noch mehr als diese vier freilassen, aber nicht diese Folge. Und jetzt findet er wenigstens was zu futtern. Ich weiß gar nicht, was er da hinten macht. Scheint er irgendwie... Er hat doch richtig Hunger. Warum geht er nicht zum Fressen? Scheint er noch nicht gecheckt zu haben. Egal, lassen wir den nächsten frei. Davon haben wir noch ein paar. Und da kommt er. Toller Skin auf jeden Fall. Sieht nice aus. Besonders mit den Regenbogenfarben hier oben. Ziemlich cool. Seht ihr das? Dieses... Ah, das ist, glaube ich, nur so ein bisschen rosa oder pink. Achso, denkt auf jeden Fall auch wieder an schöne Namensvorschläge für die neuen Dinos hier, die ich freilasse. Etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Desert Park verewigt. Wäre auf jeden Fall nice. Am Ende, wenn der Park fertig ist, werde ich das Safe Game auch auf jeden Fall für euch hochladen, dass ihr das schon mal spielen könnt. So, der nächste. Und er wird gleich ausgebremst von der Jurassic Tour. Und der letzte Struthiomimus für heute. Und dann kommen wir zum spannenden Teil und zu dem großen Dinosaurier, den wir dort freilassen. Wie sieht der Hals komisch aus, ne? Wenn er den so nach hinten macht. Habt ihr das gesehen? Ach, ist auch egal. Jetzt kommen wir zum Giganotosaurus, unser erster großer Fleischfresser. Mit dem Wüstenskin. Der passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in unseren Park. Richtig cooler Skin, also richtig passend für eine Wüste. Und der rennt jetzt hier auch direkt los. Macht jetzt wahrscheinlich erstmal den kleinen Pflanzenfresser ein bisschen Angst. Wobei die eher in Richtung... scheint gar keine Angst zu haben. Die schauen sogar richtig rüber. Ganz gespannt. Aber ist schon cool, wenn alle Dinosaurier so in diesem Wüstenfarbton sind, ne? Ist schon nice. Alle so hell, weiß, gelblich, bräunlich. Sehr, sehr cool. Und auch für den Giganoto, schreibt auf jeden Fall einen schönen Namensvorschlag in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen. Und ja, ansonsten war es das jetzt erstmal mit Dinosauriern für diese Folge. Ich würde sagen, wir springen jetzt nochmal ganz kurz hier in so eine Jurassic Tour und fahren mal so ein bisschen die Strecke lang und schauen uns das Ganze mal an, wie es zum jetzigen Stand aussieht. So, dann fahren wir jetzt zum Abschluss der heutigen Folge mal hier so ein bisschen entlang und schauen uns das mal an, wie das Ganze aussieht. Ist auf jeden Fall schon sehr, sehr cool, wenn man hier lang fährt. Dass man hier so ein bisschen Grün am Ufer hat, dann sieht man hier auf der linken schon den Giga. Und wenn man gleich bei der Oase und so vorbeikommt, wird man noch mehr Dinosaurier sehen. Ihr könnt mir auf jeden Fall nochmal gute Tipps und Ratschläge machen, was ich noch so an Gestaltungsmöglichkeiten in der Wüste so machen kann. Weil ich habe ja noch sehr, sehr viele freie Flächen und so. Und ja, vielleicht gibt es ja noch andere Ideen außer eine Oase. Weil das wäre jetzt so das Einzige, was mir einfällt. Weil groß Gebäude bauen ist auch sehr, sehr schwierig. Vielleicht kann ich auch nochmal so ein bisschen Felsen machen oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja coole Ideen. Schreibt es auf jeden Fall unten in die Comments. Aber es kommt schon sehr cool rüber. Sieht schon aus wie eine Wüste, wo ein Fluss durchführt. Sehr nice. Bis jetzt haben wir noch nicht viele Dino-Arten gesehen. Aber die kommen vermutlich alle erst da hinten in der Oase. Hier ist ja schon mal so ein kleiner Hotspot. Mit den... Futterspendern. Da sehen wir auch ein paar Biongos-Fans, glaube ich. Zur rechten habe ich auch schon was gesehen. Ah, die gehen schon zur anderen Oase. Das ist cool.
Da sieht man einen Kasmo, der gerade darüber geht. Also das erfüllt auf jeden Fall schon mal seinen Zweck, dass wir hier mittlerweile mehr Futterspende untergebracht haben. Sehr cool. Oh, ihr seht ja da hinten links und so sind überall noch freie Flächen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas, was da hinkommt. So, da vorne sehen wir schon die nächsten Dinos. Wir werden noch ganz, ganz viele Dinosaurier freilassen. Also ich finde, hier gehen noch sehr, sehr viele mehr Dinosaurier. Hier haben wir die Uranus waren es, glaube ich, ne? Quasimodus auf jeden Fall mit dem Buckel. Das waren doch Uranus, oder? Irgendwie gerade den Namen vergessen. Ne, Urano war richtig. Sehr gut. Dann haben wir hier links die Oase und da sehen wir auch schon direkt die Diplodocus, Kasmos und so weiter und so fort. Richtig nice. Also mir gefällt schon sehr, sehr gut. Hier würde dann die Strecke weitergehen, bis sie dann hier vorne hingeht. Hier wird sie dann rübergehen. So, hier sind leider gerade keine Dinosaurier. Aber wir müssen noch viel, viel mehr Dinos freilassen. Das sind doch echt zu wenig. Hier haben wir sogar nochmal einen kleinen Wasserbereich, sehr nice. Hier könnten wir auch nochmal den einen oder anderen Futterspender unterbringen, so am Rand. Hier, wo es grün ist, geht es ja sowieso. Die Tour fährt dann auch hier hinter den Säulen lang. Das finde ich auch sehr nice. Also der Rückweg. Ja, aber ansonsten sollte hier nicht mehr viel passieren. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich mega über ein Like freuen. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Wenn ihr coole Dinosauriernamen habt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr noch coole Ideen habt, was man hier so in den freien Wüstenplatz noch so an Gestaltungsmethoden machen kann, schreibt sie auf jeden Fall auch in die Kommentare. Und schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr es findet, was wir jetzt hier heute gebaut haben. Also ich finde, das sieht schon recht cool aus. Sieht schon nice aus. Und ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Falls nicht, habe ich es jetzt doppelt gesagt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.